Okay. Gut, auf jeden Fall können wir wieder 8 Energy und 4 Speed Upgrades für alle Maschinen machen, so grundsätzlich. Und das sind hier erst einmal 4 Stück. Also 4 Sets können wir schon mal herstellen. Erstmal schlafen gehen. Man, ist hier viel Platz auf einmal. Wir stellen den Digital Miner noch woanders hin, aber dafür muss ich noch was anderes bauen. Und dafür müssen wir auf Exkurs gehen. So, jetzt gucken wir mal. Energy Upgrades. Habe ich die nicht hier? Habe ich nicht. Warum denn nicht? Ach so, weil die immer so einen blöden Dust brauchen. Okay. Ansonsten brauchen die eigentlich nichts Besonderes. Nee, Osmium und Golddust brauchen sie halt. Wir nehmen mal einen Stack Osmium und wir nehmen mal einen Stack Gold. Und da müssen wir kurz gucken. Wir wollen 4 Sets. 4x4, wir brauchen 16. So, 16 Osmium und Energy wollen wir 8x4. Also eigentlich einfach das Doppelte. So. Und dann brauchen wir wieder unseren Crusher ohne Extract. So. Und dann gucken wir mal, dass wir hier das rausbekommen. Bam. Und nochmal Gold. Und dann können wir unsere Upgrades bauen. Und eigentlich müssten wir mehr als genug von diesen Infused Alloys haben. Ah, haben wir nicht. Okay, ist ja interessant. Warum nicht, verdammt? So, wir haben immer noch Enriched Redstone. Und ich glaube, das geht genau auf, nicht wahr? Bam, bam. Ja, geht genau auf. Okay. Dann gucken wir mal. Naja, wir warten einfach noch ein bisschen. Crushing Factory gibt es mal das her. Und dann können wir Auto-Eject wieder anmachen. Und die kriegen ja jetzt sowieso nur ein bisschen Gold. Also, da wird jetzt sowieso nicht allzu viel, nicht allzu viel kommen. So, 2, okay. Naja, warten wir noch ein bisschen. Wir haben ja Geduld, ne? Männer, nein, haben wir überhaupt nicht. Und das war nicht genug. Das ist nicht gut. Oh, wow. Wir brauchen nochmal einen Stack. Aber guck mal, wir haben schon über 1000 Iron. Wow. So, und wir machen einfach nochmal einen Stack Enriched Redstone. Wir haben 1000 Iron. Ihr seht also, das dauert alles gar nicht so lange, so viel Material zu holen. Ich meine, natürlich dauert es lange, ja. Aber das ist jetzt nicht so absurd, wie man vielleicht denken möchte. Wenn wir sagen, wir wollen 50 Advanced Solar Generator bauen. Das ist gar nicht so krass, wie man vielleicht denkt. So, Energy Upgrades. Bam, 8 Stück. Wunderbar. Damit können wir erst einmal runtergehen. Und die hier reintun. Jetzt sehen wir hier gerade, der verbraucht gerade 0. Okay, das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Wir machen das mal rückwärts. Die Chemical Injection Chamber bekommt erstmal seine 8 Energy Upgrades. So. Und dann kriegt er noch 4 Speed Upgrades. So. Und dann bekommt der Chemical Crystallizer 8 Energy Upgrades und 4 Speed Upgrades. So, jetzt ist der deutlich schneller, aber er bekommt nicht schnell genug sein Slurry. Und jetzt kriegt der das noch. 8 Energy Upgrades und 4 Speed Upgrades. So. Oh. Oh, wow, der verbraucht mehr Wasser. Wir müssen noch einen Aqueous Accumulator bauen und in unser System einspeisen. Der verbraucht mehr Wasser, als wir zur Verfügung stellen können. Und der ist jetzt schneller als der Chemical Crystallizer. Huh! Okay, Energy Upgrades. 160. Speed Upgrades. 160. Okay, der ist beigeblieben. Sehr schön. Also die Chemical Dissolution Chamber ist immer noch zu schnell. Aber der Chemical Washer hat nicht mehr genug Wasser. Und der verbraucht über 1000 Redstone Flux. Ich glaube fast, dass wir mit 50 Solar Panels gar nicht mehr hinkommen. Scheiße. Das ist nicht gut. Jetzt verbrauchen wir teilweise schon 2,5. Halt in der Spitze. So, 2,5. Und wir müssen potenziell noch mehr haben. Also ich glaube, 50 Solar Panels ist gar nicht genug. Aber es ist schon einmal, ich meine, um es wirklich auf High Speed die ganze Zeit laufen zu lassen. Aber ich glaube, es wäre schon mal kein schlechter Startpunkt, wenn wir so wollen. So, um den Digital Miner woanders hinstellen zu können, müssen wir dem mehrere Sachen geben. Nämlich Strom. Fertig. Nein, der muss Strom kriegen und er soll uns die Items wiedergeben. Und früher gab es in Thermal Expansion einen Tesseract, der unendliches Item, Flüssigkeiten und Energieübertragen über mehrere Dimensionen erlaubte. Und so etwas Ähnliches gibt es immer noch, aber halt nicht von Thermal Expansion. Und das heißt einfach nur Tesseract von Tesseract. Items, Fluids and Energy can be transferred between multiple Tesseracts. Das ist wie so ein
wie so ein interdimensionaler Weltanker, der sich ein Inventar teilt. Das größte Problem dabei sind die Enderpearls. Ich meine, gut, der Block of Diamond, der tut mir nicht weh. Wir müssen sowieso zwei bauen. Obsidian ist auch nicht dramatisch. Da können wir einfach hier an unsere Magmatic Dynamos gehen und uns zwei Lava-Buckets holen. Was natürlich nicht ausreicht für vier Obsidian, das ist klar. Aber wir können auch einfach in den... Warte mal, wo wollte ich? Ich wollte jetzt in den Nether gehen. Und da dann einfach von dem Nether-Portal die Ecken abbauen. So wie man es eigentlich nicht machen sollte, ne? So wie es ungezogen ist, sage ich mal. Warum ist denn da jetzt ein Loch? Ach, egal. Aber wir gucken einfach mal, ob das Nether-Portal tatsächlich noch Ecken hat oder ob ich das schon kannibalisiert habe. Ich glaube aber ganz davon abgesehen, ich habe schon mal eine Ecke abgehauen. Ganz davon abgesehen gab es hier Ender-Pillar, Nether-Obsidian-Pillar, die man ja auch abbauen kann. Da. Das ist doch viel einfacher als alles andere. Was übrigens auch passiert ist zwischen den Aufnahmen, als ich hier war und so ein bisschen wow und ein bisschen Ender ein bisschen Nether Ores gesammelt habe, dass ich in die Lava gefallen bin, weil mein Jetpack keinen Strom mehr hatte. Und ich bin auf den Portable Teleporter gegangen, habe Teleporter geklickt und sofort wurde ich hinteleportiert. Also man muss beim Portable Teleporter gar nicht hier extra auswählen, sondern nur wenn ich auswählen, könnte ich es auch löschen. Ich konnte einfach in meiner Panik, als ich in der Lava war, weil mein Jetpack keine Power mehr hatte, einfach Teleporter, Teleport. So, und ich war sofort zu Hause. Und das ist natürlich eine schöne Sache, dass man so in der Hektik das gelernt hat. Ja, wir haben nur drei Enderpearls. Und wir können natürlich Enderman Essence herstellen. Aber Enderman Seeds erfordern von uns Soul Jars mit Enderman. Und das ist ja viel schwerer herzustellen. Also das ist nicht wirklich praktikabel. Das können wir nicht machen. Ender Ore von Elementary Ores. Okay. Ja, ich weiß nicht, was das ist, aber dafür müssen wir ins End. Casting Table. Molten Ender. Kann man, glaube ich, nicht einfach so... Wir könnten ein Dragon Head schmelzen. Enderman Head. End Crystal. Eye of Ender. Ender Pearl Repair Kit. Das ist alles nicht hilfreich, das zu schmelzen. Weil die Basis immer Enderman, Endermite, Ender Dragon. Die kann man schmelzen. Okay, dann kommen wir auch Molten Ender. Ansonsten, das erfordert alles, dass wir Enderman hatten oder in den End gegangen sind. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir irgendwo ein Loophole finden, wo wir irgendwie Enderpearls herstellen können, ohne Enderpearls zu haben. Aber es sieht leider nicht so aus. Nee. Nee, zumindest darüber nicht. Ansonsten Bulk Blasting, Automated Shaping, Redstone Furnace, Blast Chiller, Energized Smelter, Mana Infusion. Naja gut, das hilft uns alles nicht. Wir müssen einfach nochmal in den Nether gehen. Wie viel? Ja, wir haben genug Power. Wir gehen einfach nochmal in den Nether und gehen dazu so einem Warped Forest. Da war ich auch nach der Aufnahme beim letzten Mal und habe da zwei oder drei Enderpearls gefunden. Also so gut wie alles, was wir an Enderpearls jetzt haben, habe ich nach der Aufnahme in diesem Warped Forest gefunden. Da unten ist er. Wir müssen Richtung Süden. Da Süden. Und dann gehen wir einfach mal in den Warped Forest. Das ist ja sogar eine Vanilla-Struktur, soweit ich weiß. Wo normal einfach Enderpearls, Enderman spawnen. Und wir brauchen halt mindestens 8 Enderpearls. 3 haben wir schon. Also 5 Enderpearls, vorher gehen wir nicht wieder nach Hause. Die Sache mit den Tesseracts ist halt, dass man 2 braucht, um ein Netzwerk anzufangen. Eine Seite ist der Digital Miner und die andere Seite ist halt die Basis. Aber wenn ich mein Offshore Windpark, Solar Park, ich will immer Offshore Windpark sagen, aber es ist ja ein Solarzellenpark. Wenn ich mal Offshore Solar Park baue, dann brauchen wir dafür auch ein Tesseract. Und wir könnten... Das Problem ist, ich brauche etwas für die Solar Panel, um den Strom an meine Basis abzugeben und meine Basis damit zu füllen. Das heißt, ich kann damit nicht den gleichen Tesseract benutzen, der benutzt wird, um dem
um dem Digital Miner Energie zu schicken. Weil dann hätte ich auf dem gleichen Tesseract, dass er einmal Energie empfangen und abgeben soll, aber auch schicken soll. Und das ist ja irgendwie ein Widerspruch. Ich fürchte, das funktioniert nicht. Also ich glaube, für meine Solar Arrays und für den Digital Miner brauche ich im Endeffekt sogar, gleich eins bekommen. Ich glaube, dafür brauchen wir sogar 4 Tesseracts. Ich meine, das Obsidian, der Diamant, das ist überhaupt nicht dramatisch. Worauf es jetzt wirklich ankommt, sind diese blöden Enderpearls. Und wenn ich jetzt anfangen würde, Enderman zu fangen, ich glaube, das ist ein bisschen zu aufwendig. Weil wir hatten das ja mal mit den Chicken gemacht. Ich meine, ich sehe die ganzen Endermen auf der Karte, aber wo sind sie denn? Wir hatten das mal mit den Chicken gemacht. Und dafür musste ich ja auch die Hühner immer töten mit einer bestimmten Waffe. Ich konnte ja nicht einfach rechtsklicken und dann war ein Huhn gefangen. Von daher, eine Enderman-Essence ist ziemlich aufwendig, möchte ich meinen. Und das ist eigentlich nichts, womit ich mich beschäftigen möchte. Deshalb, wenn irgendwer noch eine bessere Methode hat, um Enderman zu farmen, außer jetzt in den End zu gehen, ne? Das ist jetzt aus vielleicht offensichtlichen Gründen nicht so die beste Alternative, denn haut mal raus. Ansonsten, wenn es eine gute, einfache Methode gibt, mit Mods in den End zu kommen, dann bin ich dafür auch bereit. Ich habe ja mein Teleporter, mit dem ich wieder nach Hause komme. Von daher könnte man ins End gehen, die Ores abbauen und wieder zurückkommen. Vielleicht ist das gar keine schlechte Idee, ist, wo ich drüber nachdenke. Ich sage immer, ich will nicht ins End gehen, weil ich diese blöden Dungeons nicht suchen will und ich weiß nicht, wie die funktionieren und da brauche ich noch einen Haufen Enderpearls erstmal, um es überhaupt zu finden und damit dieses Portal funktioniert und so. Wenn ich mir das irgendwie sparen kann und auf relativ einfache Art und Weise ins End komme, das wäre vielleicht nicht schlecht. Jetzt gucken wir einfach mal. End. So, vielleicht gibt es irgendwie ein Endportal aus irgendeinem gemoddeten Ding, womit ich leicht in den End komme. Das wäre hilfreich. Da gibt es auch End-Redstone-Ore und End-Diamond-Ore. Okay. Disruption Explosive, Minecart. Ich fürchte, so werde ich nicht wirklich was finden. Dimensional-Shard-Ore im End. Ja, nee. Ender-Monitor? This block can detect various changes in adjacent Ender... Nee. Ender-Genetic-Generator? End-Portal? Nee, scheint es auch nicht zu geben. Ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, irgendwie einfach ins End zu kommen. Ich kenne aber keins. Ich kenne keine Möglichkeit. Ender-Monitor, ich weiß nicht. Endergenic Generator. Generate Power out of Enderpearls. Ja, nee, das ist absolut nicht. Ich würde gerne mit Strom Enderpearls herstellen. Also andersrum. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es eine gute Methode, mit Mods ins End zu kommen, aber ich kenne sie gerade nicht. Deshalb müssen wir hier einfach ein bisschen Enderman sammeln, bekämpfen. Ah, 3. Okay. Ich meine, wir brauchen ja nur noch 2. So, und dann ist es fertig. Und dann muss ich mal zwischen den Aufnahmen wieder losgehen und hier gegen ein paar Enderman kämpfen, weil das nicht so das Spannendste ist, was man machen kann. Und dann hat sich das auch erledigt. Warped Nilium, Warped Stem, Warped Ward Block. Das ist halt alles nichts, was man irgendwie benutzen kann, um Enderpearls herzustellen, nicht wahr? Gab es nicht auch mehr Enderlilies? Es gab doch mehr Enderlily-Seeds. Was ist denn mit denen passiert? Enderly... Nee. Hm. Serene Blossom Sapling. Warum kommt das bei Enderly? Hm. Nee, alles nicht hilfreich. Na ja, schön. Da muss ich halt Enderman suchen. Hilft nicht. Ich musste gerade denken, als wir die Blazeheads gecraftet haben, hatte ich doch ein krasses Schwert mit Beheading. Genau. Ein Copper Cleaver. Damit sollte ich die Enderman bekämpfen. Weil wenn ich die mit dem Cleaver töte... Ich weiß, ist da Looting drauf? Da ist Lack drauf. Ja, da ist Lack drauf. Und Severing. Damit kann ich ihnen vielleicht die Köpfe abhacken und habe außerdem noch Glück, was den Drop von Enderpearls angeht. Damit sollte ich kämpfen und nicht hier mit meinem Digital... mit meinem Atomic Disassembler. Damit sollte ich eigentlich bessere Chancen haben, die Enderman hier schnell zu dezimieren.
Oh, cool. Schon beim ersten Mal eine Enderpearl und ein Enderman Head. Ich muss natürlich leider feststellen, dass ein Copper Cleaver keine sonderlich gute Waffe ist. Von daher muss ich hier ganz schön auf die einprügeln, bis die einigermaßen sterben. Alter, und bevor ich sterbe. So, schnell heilen mit meiner flüssigen Nahrung. Das hat er sich schnell wegteleportiert und ich habe gar nichts gekriegt für meine Mühen. Großartig. Ich glaube, das ist sowas, dass die sich im Frame ihres Todes wegteleportiert haben und dadurch ihren Loot irgendwo anders lassen. Was natürlich ziemlicher Bullshit ist und Betrug. Aber was soll man machen? Oh, der hat mir, glaube ich, sogar zwei Enderpearls gegeben eben. Ich habe jetzt 6. Okay, das ist auf jeden Fall mehr, als wir brauchen. Und den Enderman Head. Ah! Oh, okay. Hat mir nichts getan. So. Und den Enderman Head, den können wir benutzen. Enderman Slime Skull. Place an Inventory to Initialize. Ich weiß nicht, was das ist. Schmelzen in Molten Ender. 2 Slime Balls. Das ist schon mal nicht schlecht. Da können wir 2 Slime Balls draus machen. Das heißt, 2 Ender Pearls. Gut. Das ist für den Augenblick genug. Ich weiß, wo es Enderman gibt. Und wir bekommen hier innerhalb von 5 Minuten oder sowas eigentlich genug Enderman-Zeug. Gut. Dann machen wir da einfach mal so und bauen hier ein Tesseract. Bam. Bevor wir das nächste bauen, gucken wir uns das erste Mal an. Oh, cool. Eigentlich nicht cool, das ist eigentlich grausam, aber trotzdem cool. So, Tesseract Items, Tesseract Energy, Tesseract Fluid. Cool. Information coming soon. Redstone disabled, Transfer Mode Send and Receive. Großartig. Das ist sehr gut. Weil ich will ja nicht, dass der Digital Miner uns Energie sendet. Aber wir wollen ja, dass er... Warte mal, wenn ich da jetzt nur Send Only mache, dann kann er bei Energie, Send and... Okay, das ist unabhängig voneinander. Sehr schön. Create Channel Name für Items. Oh super, dann brauche ich vielleicht doch nicht 4 Tesseract, sondern nur... Okay, müssen wir ausprobieren. Vielleicht brauche ich sogar nur 3. Wenn ich sogar noch meinen Offshore-Park habe. Das müssen wir erstmal herausfinden. Alter, der lässt sich aber schnell abbauen. Meine Fresse. So, bam und bam. Jetzt, den Tesseract können wir ja überall hinstellen. Das ist ja prinzipiell egal. Wir stellen erst einmal unseren Digital Miner irgendwo anders hin. Der hat einen Chunk Loader eingebaut. Von daher ist es eigentlich egal, wo er steht. Der sollte seinen Chunk von alleine geladen lassen. So, den stellen wir jetzt mal dahin. So, von mir aus. Config hat er noch drin, fantastisch. Maximal 64, Minimum minus 64. Lass mal gucken, wir sind hier gerade auf 62. Ist eigentlich egal. So, wenn wir dem jetzt sagen, Start, dann hat er da schon Redstone abgebaut. Er wird natürlich nicht viel abbauen, das ist klar. So, Tesseract, hier hinten bekommt er seine Items. Ich glaube, da muss ich ein bisschen mit Pipes arbeiten und mit Chests. Ansonsten kann der nicht alles da raus extrahieren, glaube ich. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. So. Jetzt gehen wir erst einmal da wieder rüber. So, gehen wir zu uns hier. Und da muss ich vielleicht ein Stromkabel hier nach oben verlegen. Das weiß ich noch nicht. Oder wir gehen einfach gar nicht hier mit dem Tesseract hin, sondern nach unten. Das kann man natürlich auch machen. Wenn ich hier eine Stelle finde, wo Network Cable und Basic Universal Cable verbunden sind, warum nicht? Dann kann da das Tesseract hin. So. Und jetzt sagen wir Energy Create. Und da sagen wir Digital Miner. So. Create. So. Und da sagen wir Send Only. Okay? Okay. Und jetzt müsste eigentlich das Basic Universal Cable dadurch mit angeschlossen werden können. Warum wird's denn das nicht? Das ist natürlich nicht so gut. Warum? Der muss verbunden werden irgendwie. Okay, dann gib mir den mal mit. Dann bauen wir den mal kurz ab hier. Und suchen hier mal kurz nach Tesseract. Tesseract Frame. Tesseracted Plexiglas. Okay, Moment. Die Mod heißt Tesseract. Achso, die hat nur diesen einen Block. Okay, aber dann muss er doch mit irgendwas funktionieren.
Der muss doch mit herkömmlichen Sachen funktionieren. So, dann stellen wir den mal da hin. Holen uns hier unsere Basic Universal Cable. Und gucken mal. Naja, das ist natürlich schlecht. So. Send only. Hat er sich das nicht gemerkt? Doch. Activate. Ah, okay. Gut, das war mein Fehler. Okay, dann bauen wir das alles wieder ab. Ach, das ist auch fast. Deshalb ging das so schnell. So, normal. Gut. Denn, warte, wir können das auch, ja doch. Wir machen das, machen wir das da unten? Wir probieren das mal. Ansonsten muss ich eine Puffer-Chest zwischenbauen. Ich weiß ja jetzt noch nicht. Jetzt gucken wir mal. Wir brauchen erstmal noch einen Connector. Alter, so. Ein Connector, Blue Connector. Meine Fresse, es gibt doch mal einen Stack Blue Dye. Das ist doch nicht wahr. So, Blue Connector. Bam. Okay. Den stellen wir jetzt da unten hin. Erstmal machen wir das Tesseract wieder da an die Stelle, wo es vorhin war. Weil das war eigentlich ein guter Ort hier. So, Tesseract. Digital Miner. Transfer mit Send Only. Activate. So. Und das ist auch mit dem Strom verbunden. Hat 0 FE drin. Forge Energy ist das übrigens. Habe ich auch erst vor kurzem gelernt. Warum ist denn da jetzt schon wieder ein Loch in der Decke? Das gibt's doch nicht. So. Und jetzt müssen wir hier noch ein Blue Connector draus machen. So. Und da sagen wir Tesseract Miner. Okay. So. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch zu dem anderen Tesseract gehen, ja doch, genau. Und müssen dem auch sagen, dass der den gleichen Channel benutzen soll, um Strom zu empfangen. Und wir hoffen einfach mal, dass der da hinten auch Strom empfangen kann, ansonsten muss ich immer Stromkabel dabei haben, das ist auch nervig. So, Receive Only, Activate. Ja, nee, will er nicht. So, deshalb gehen wir mal hier lang und daran. So, und jetzt hat er Strom.